We'll be right back.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen, willkommen bei der 7. Newcomer TV-Nacht hier am Fuße des Taunuses im mittlerweile dunkel gewordenen Oberursel in der Portstraßen Jugend und Kultur, ein fantastischer Ort, wo Newcomer Bands Förderung sozusagen zur Messlatte gehört, also zum Programm gehört und das schon seit über 30 Jahren. Alleine das ist schon mal ein universeller Applaus wert und wir haben natürlich heute für die 7. Newcomer TV-Nacht die besten Bands der Region eingeladen und ich möchte euch zwei Menschen vorstellen, wunderbare Menschen und zwar den Thomas und den Kai von Distance to Here. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi, danke für die Einladung. Aber natürlich sehr gerne. Ja, vielen Dank. Zweite Runde nach dem Radio. Genau, die zweite Runde. Ihr steht für fantasievollen Progressive Rock und seid, glaube ich, im Augenblick sogar fast auf einer kleinen Rhein-Main-Tournee. Nach 2 von 2, nachdem wir gestern den Elfer in Frankfurt erobert haben, ist heute der Vordertaunus dran. Genau, und ich habe gehört, ich habe gerade, weil in der Backstage, wir teilen uns sozusagen eine Backstage, ein bisschen gehört, was ihr so erzählt habt und ihr habt sogar die ersten Autogramme gegeben. Ja, das ist richtig. Da kam gestern schon ein Fan und hat gesagt, also sie hätte von der Deep Purple Originalbesetzung die Autogramme schon und jetzt wären wir dran. Geil. Ja. Nee, das ist auch wirklich gut. Also ich meine... Den Vergleich kaufen wir. Ja? Ja. In eurem Info, ich meine, wir haben im Radio schon darüber geredet, da geht es um den Rand eines Industriegebiets und wo sich normalerweise irgendwelche Jugendlichen zum Fäusteschwingen treffen. Da habt ihr euch auch kennengelernt als Band, ich glaube irgendwann 2017 ungefähr. Und musstet ihr euch auch erstmal gegenseitig durchprügeln, um dann die Idee zu entwickeln, doch lieber gemeinsam Musik zu machen? Ich glaube, geprügelt haben wir uns nicht, aber es ist schon so, dass wo wir proben in Höchst, das ist jetzt kein Ort, wo man sich draußen auf der Straße unbedingt aufhalten muss, weil es da so schön ist. Man muss, glaube ich, immer zusammenfinden, wenn man irgendwie zusammen Musik machen will. Das muss einfach menschlich passen und das hat sich bei uns dann auch über die Zeit entwickelt, aber geschlagen haben wir uns bisher noch nicht. Psychedelische Musik beziehungsweise Progressive Rock ist ja eigentlich sowas, was man eher in den 70ern anordnet. Habt ihr das irgendwie, diesen Sound modernisiert, auf neue Töne gestellt, neue Klänge erfunden? Ich glaube, wir haben den Sound nicht modernisiert, aber die Bands, die uns inspirieren, kommen auch eher aus dem jetzigen Zeitalter und nicht unbedingt aus den 70ern. Natürlich gibt es da auch in dem breiten Geschmack der Band entsprechende Inspirationen, aber bei uns liegt halt sowas wie Porcupine Tree dahinter oder Dream Theater, Tool, so die moderne Ära der Prog-Musik. Und nicht nur das Fundament aus den 70ern. Ja, ich meine, Dream Theater Tool, das sind ja auch die Meister der 100.000 Teile in einem Song. Also da muss man sich als Drummer schon ganz schön viel merken, oder? Das geht, es muss alles aus dem Rückenmark kommen, egal wie lang das Lied ist. Echt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du bist aber schon der Mann auf dem Kutschbock, der die Band zusammenhält und im Prinzip sowas Ähnliches wie ein Dirigent, oder? Ja, auf jeden Fall. Naja, man muss trotzdem aus dem Rückenmark kommen, man muss die Lieder fühlen, man muss die Dramaturgie kennen und dann lebt man nicht mehr in jetzt kommt Strophe, jetzt kommt Chorus, sondern es ist was anderes, Lebensgefühl. Wenn ihr euch dann im Proberaum trefft, wie komponiert ihr? Also bringt jemand die Sachen schon im Layout mit, also so auf irgendeinen Tonträger und ihr habt euch das vorher schon reingezogen und es geht im Wesentlichen, wenn man zusammenkommt, nur noch ums Arrangement oder wie arbeitet ihr? Es ist schon anders als zum Beispiel bei der letzten Band, wo ich gespielt habe. Ich habe vorher in einer Stoner-Rock-Band gespielt, da haben wir relativ viel einfach so im Jam zusammen Songs und Songideen entwickelt. Das ist jetzt schon anders. Ich glaube, so Prog-Songs kann man nicht mehr gut jammen oder im Jam entwickeln, sondern bei uns läuft das dann meistens so, dass jemand von uns schon mal eine grobe Songidee mitbringt, das zu Hause vielleicht schon mal eingespielt hat. Irgendwie, wir machen da auch relativ viel mit digitalen Instrumenten. Und dann spielen wir das zusammen einmal durch und ab da entwickelt sich das dann, dass einzelne Menschen dann sagen, wir können hier noch ein Part hinzufügen oder wir kürzen hier was oder so und dann entwickeln wir das zusammen weiter. Aber so der initiale Vorschlag, der kommt immer von einem von uns dann. Einer von euch, das ist
wahrscheinlich der Felix am Gesang und an der Gitarre, weil ich habe die GEMA-Liste gesehen und da zeichnet er sich eigentlich für alles, also für Arrangement, für Text und so. Text ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Worum geht's in euren Texten? Kannst du das sagen? Ich meine, du bist das jüngste Mitglied, glaube ich, der Band, oder? Der Thomas ist das jüngste Mitglied der Band. Nein, ich meine Bandzugehörigkeit. Okay. Genau, also ich bin schon 5 Jahre dabei jetzt. Das Urgestein. Ja, könnte man fast so sagen. Und also die Texte schreibt ja Felix natürlich, der dann auch am Mikro das Ganze singen soll und singt. Aber Felix sagt das ja selber, er hat das ja auch schon in eurem Radio-Interview gesagt, das wirkt dann oft autobiografisch, aber es ist halt einfach das, was Felix in dem Moment beschäftigt hat mental. Und daraus entwickelt er dann irgendwas, was mit der Musik und dem Song, den er schreiben will, irgendwie stimmig ist. Wenn man so Bands, also habt ihr ja schon als eure Roots auch so definiert, wie Dream Theater sich anhört, dann ist ja so ein Konzert von Dream Theater ist ja wie eine Theaterinszenierung. Also der Sänger geht da ja wie ein Schauspieler durch die Arrangements und so. Sprecht ihr, weil das ist ja nur möglich, wenn die Band auch über den Text und über wie vertone ich jetzt die und die Zeile in dem Text, wie gehe ich da musikalisch mit um, arbeitet ihr auch so? Sprecht ihr über die Texte und wie man die umsetzt musikalisch? Ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also gerade bei Songs, wo wirklich auch eine Bedeutung dahinter ist und wo es vielleicht auch mal um ernste Themen geht oder so, da sprechen wir auf jeden Fall drüber, worum es geht und was wir damit rüberbringen wollen. Wir versuchen uns dann gemeinsames Verständnis zu erarbeiten und dann muss man natürlich auch gucken, dass das, was man da hinzufügt, irgendwie das unterstützt, die Botschaft von dem Song unterstützt und jetzt nicht irgendwie da völlig quer geht. Wir leben in schwierigen Zeiten. Also ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern, bin zwar schon ganz schön alt, aber dass ich jemals eine Zeit so durchlebt habe wie im Augenblick, wo so der Krieg und der Zustand der Welt so nahe kommt. Spiegelt sich das in euren Songs so ein bisschen wieder politisch? Seid ihr irgendwie in irgendeiner Form musikalisch-politisch engagiert? Ich glaube, wie alle Lieder, die wir schreiben, die entstehen immer in so einer Momentaufnahme und das kann auch eine politische sein. Hatten wir es ja auch in der Radioshow von, die hast du eröffnet mit unserem Lied Winter is Coming. Das Lied hat der Felix am Morgen nach der Wahl von Donald Trump geschrieben und quasi so die Erstarkung Europas in dieser desolaten Situation gesehen und dann in Musikform niedergeschrieben, komponiert und mit uns dann ausgearbeitet. Also das kommt auch vor. Aber das Spektrum ist auch sehr groß der Inspiration. Ich weiß noch, es gab auch ein Lied, ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Da kam er zur Probe und hat gesagt, meine Freundin hat am Wochenende eine Wikinger-Serie geguckt und ich dachte, ich muss da mal einen Riff schreiben. Also, ja, war wahrscheinlich sogar Vikings die Serie, genau. Und also das, was ich damit sagen will, es kann politisch sein oder durch irgendeine komplexe Situation motiviert oder auch absolut profan. Ihr steht jetzt quasi in den Startschuhen. Euch gibt es seit 2017 und dann kam dieses fucking Corona, hat euch an die Wand gefahren, wie die meisten von euren Musikerkolleginnen. Und jetzt geht's los. Also ich meine, Corona ist zwar wieder am Kommen, aber irgendwo geht's uns allen am Arsch vorbei, habe ich das Gefühl. Wie sehen eure Pläne aus? Also seid ihr gerade dabei, eine Europatour vorzubereiten oder seid ihr dabei, das nächste Album vorzubereiten oder auf welchen Festivals spielt ihr zum Beispiel 2024, wo ja auch noch Europameisterschaft ist? Ja, wir haben im Moment noch nicht viele Konzertpläne für 2024. Ein Streaming-Konzert wird es im Juli geben, am 5. Juli, das steht schon fest, wo wir im Stagehouse in Lohr am Main spielen. Das Ganze kann man dann auf Twitch TV schauen. Und ansonsten sind wir dann jetzt in der Bewerbungsphase, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch eine neue Sängerin mit an Bord, die leider jetzt noch verhindert ist aufgrund von Krankheit diese Woche. Sonst hätte sie auch schon mit auf der Bühne gestanden. Und mit ihr zusammen geht es jetzt erstmal darum, die Gesangsparts zu rearrangieren und uns in der neuen Gruppendynamik zu finden. Dann ist für uns neue Musik schreiben auch sehr wichtig. Wir haben ja so diesen ganzen Alben/EP-Zyklus Creatures. 2 davon sind geschrieben, 2 sollen noch geschrieben werden. Part 3 kommt als nächstes. Da werden wir jetzt auch dran sitzen und uns daran versuchen, irgendwie unser erstes richtig dickes Prog-Epos zu schreiben. Schauen wir mal. Ja, und mehr live spielen wollen wir auf jeden Fall. Wir hatten jetzt in diesem Jahr 3 Gigs. In dem letzten Jahr vor Corona, was zählt, hatten wir unseren ersten Gig, nachdem wir unsere ganze eigene Musik erstmal geschrieben haben. Und jetzt geht es einfach darum, die Erfahrung zu sammeln, mehr Gigs zu spielen und noch sattelfester auf der Bühne zu werden zusammen.
Und irgendwie Vinyl zum Beispiel, wäre das auch etwas? Weil ich meine, ich habe in den Gesprächen vorhin in der Backstage schon gehört, wie frustrierend das ist, eigentlich auf so CDs zu sitzen und keiner kauft sie, nicht weil sie sich nicht für eure Musik interessieren, sondern weil CD total out ist und Vinyl möglicherweise noch outer, aber trotzdem ist Vinyl irgendwie sowas Heiliges, was man eigentlich irgendwann mal in seinem Leben gemacht haben muss. Geht das auch in euren Köpfen so ein bisschen so vor? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube insgesamt, man muss einfach mit der Zeit gehen und es bringt jetzt nichts mehr, 500 CDs zu pressen, die dann keiner haben möchte. Ich glaube, Vinyl wollen wir auf jeden Fall mal irgendwann machen, aber das wäre dann irgendwie sowas, das machen wir dann in einer Kleinserie und verteilen das irgendwie unter Familie und Freunden und vielleicht auch einfach, um es sich mal selber an die Wand zu hängen, dass man einfach mal eine Schallplatte produziert hat. Aber das ist jetzt nichts, wo wir versuchen, dann irgendwie kommerziell erfolgreich mit zu sein. Fernsehaufzeichnung. Ich meine, es kann ja sein, dass ihr von einer Fernsehshow in die andere taumelt und eigentlich gar nicht genau wisst, wo ihr gerade seid. Aber habt ihr ein spezielles Programm euch ausgedacht für heute, so mit tanzenden Derwischen und Pyro-Flashes oder macht ihr einfach, setzt ihr auf die Kraft eurer Musik? Also ich glaube, wenn es nach Felix geht, Felix hätte, glaube ich, gerne noch zwei Background-Sängerinnen, so wie man das irgendwie von den Pop-Shows der 80er kennt. Streicher gerne. Was wir für heute geplant haben, ist, wir wollen vor allem mal Songs spielen, die wir, glaube ich, tatsächlich noch nie live gespielt haben. Also wir haben jetzt so ein paar Debüts dabei heute Abend und wir haben heute eher wirklich die proggigen und etwas längeren Songs dabei, deswegen in einer halben Stunde auch nur 5 Songs tatsächlich. Und schauen wir mal, also wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall, ihr Menschen da draußen an dem Bildschirm, deswegen mal einen riesigen universellen Applaus für Distance to Here.